Solltest du jemals eine Frau im Wald sehen, folge ihr auf keinen Fall. Mein Name ist Ryan. Das Dorf, in dem ich wohne, grenzt an einen dichten Wald. Dieser ist berüchtigt dafür, dass sich dort immer wieder Menschen verirren und manchmal sogar verschwinden. Die meisten meiden ihn daher und gehen nicht tief hinein. Ich hingegen liebe die ruhigen Spaziergänge im Wald und ging daher gelegentlich auch tiefer hinein. Es passierte nie etwas Besonderes, bis zu diesem Tag. Es war ein Tag wie jeder andere und ich ging allein durch den Wald. Zwischen all dem Grün sah ich plötzlich etwas Pinkes. Erstaunt schaute ich genauer hin und sah, dass es eine Frau in einem pinken Kleid war. Sie bewegte sich nicht und starrte mich an. Zunächst dachte ich, ich würde sie mir nur einbilden. Warum sollte eine Frau in einem pinken Kleid so tief im Wald stehen? Ich ging langsam näher an sie heran und fragte, ob sie Hilfe brauchen würde. Dabei beobachtete ich ihr Gesicht. Sie war wirklich wunderschön. Ohne mir zu antworten, gestikulierte sie mir, ich solle näher kommen. Es fühlte sich merkwürdig an. Ich kam vorsichtig näher, schaute mich dabei jedoch immer wieder um. Je dichter ich ihr kam, desto dringlicher gestikulierte sie. Ihre Bewegungen wirkten merkwürdig auf mich. Irgendwie schaffte sie es, die Hände immer schneller und schneller zu bewegen. Als ich ihr endlich nah genug war, um ihr Gesicht richtig sehen zu können, schrie sie plötzlich. Der Schrei war unglaublich laut und spitz. Fangt ihn! Plötzlich stürmten 4 Männer aus den Büschen und rannten auf mich zu. Sie hielten Seile und große Säcke in den Händen. Ich schrie und rannte los. Indem ich so schnell rannte, wie ich nur irgendwie konnte, schaffte ich es, sie abzuschütteln. Als ich merkte, dass sie mir nicht mehr folgten, meldete ich den Vorfall sofort bei der Polizei. Mein Herz schlug noch immer rasend schnell. Ich war verstört. Zusammen mit der Polizei durchsuchte ich den Wald. Doch natürlich fanden wir niemanden. Als wir die Lichtung erreichten, an der die Frau gestanden hatte, fiel uns eine Hütte auf. In dieser Hütte fanden wir 7 Männer. Sie waren völlig abgemagert und hatten dort 7 Jahre lang als Sklaven gelebt. Ihnen zufolge gehörte die Hütte einem Pärchen. Beide waren Ärzte. Sie entführten Männer, die allein im Wald unterwegs waren, und hielten sie dann hier gefangen. Die entführten Männer mussten alle möglichen Aufgaben erledigen. Sobald es ihnen gesagt wurde, mussten sie sich totstellen. Machten sie einen Fehler, wurden sie festgebunden und verprügelt. Die Männer erklärten mir, dass es wirklich unglaublich schlimm gewesen war. Der Grund dafür, dass sie nicht fliehen konnten, war folgender. Das Paar hatte jedem von ihnen etwas injiziert, das dazu führte, dass die Muskeln der Männer sich langsam auflösten. Irgendwann hatten sie einfach keine Kraft mehr und konnten sich nicht mehr wehren. Die Männer sagten uns, dass das Ziel des Pärchens darin lag, 100 Sklaven zu besitzen. Nach diesem schrecklichen Vorfall habe ich nie wieder einen Fuß in den Wald gesetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das Paar jemals geschnappt wurde oder nicht. Der Vorfall ist mittlerweile 10 Jahre her. Ich hoffe, dass die beiden aufgehalten wurden. Aber wer weiß, vielleicht haben sie sich einfach einen anderen Wald gesucht, in dem sie nach Opfern jagen, um sie zu versklaven. Früher hatte ich einen Nachbarn mittleren Alters, der schon sehr lange Kampfsport betrieb. Er trainierte jeden Tag, indem er gegen die Bäume in seinem Vorgarten trat oder mit bloßen Händen Steine durchschlug. Eines Tages wurde er in eben diesem Vorgarten tot aufgefunden. Er war auf schockierende Weise umgekommen. Dies war nur durch äußere Einwirkungen möglich, wofür sich jedoch keine Spuren finden ließen. Die gesamte Nachbarschaft war geschockt und die Polizei erweiterte ihre Nachforschungen. Etwas Zeit verging, doch sie fanden keine Spuren. Eines Tages ruhte ich mich gerade zu Hause aus, als ich von draußen eine Stimme hörte. Bitte öffne die Tür. Während ich dies hörte, dachte ich nicht weiter nach, ging auf die Tür zu und öffnete sie. Es war, als hätte ich keine Wahl. Ich musste sie öffnen. Draußen stand ein Mann, der Ohrringe, Halsketten und Ringe in Form von Waffen trug. Er starrte mich mit weit geöffneten Augen an. Ich war irritiert und hatte ein unangenehmes Gefühl, das sich in meinem Hirn und meiner Wirbelsäule auszubreiten schien. Plötzlich fühlte ich mich extrem erschöpft und fiel in eine Art Zustand des Halbschlafes. Der Mann sagte: Bitte starr mir nicht ins Gesicht. Roll deine Augen nach hinten. Meine Pupillen begannen sich nach oben zu bewegen. Ich war überrascht und versuchte wieder nach unten zu schauen, doch es funktionierte nicht. Ich schien keinen eigenen Willen mehr zu haben.
Daraufhin schrie ich. Dann sagte er, mach bitte keine Geräusche. Meine Stimme war sofort verschwunden. Ich stand da, starrte nach oben und fühlte große Schmerzen. Obwohl ich meine Augen so weit nach oben bewegt hatte, wie es mir möglich war, sagte er immer wieder, Bär, roll deine Augen weiter nach oben. Meine Augen tränten, während ich einen grauenvollen Schmerz spürte. Mit piepsender Stimme bettelte ich um Hilfe. Er sagte, oh, du kannst noch sprechen. Wenn ja, dann beiß dir bitte auf die Zunge. Plötzlich merkte ich, wie ich mit den Zähnen meine Zunge festhielt. Mit aller Kraft versuchte ich, den Mund zu öffnen, doch es klappte nicht. Ich hatte schreckliche Schmerzen. Endlich verstand ich, wie der Kampfsportler gestorben war. Der Mann sprach weiter. Plötzlich schrie jemand hinter uns. Hände hoch! Es stellte sich heraus, dass die Polizei die Nachbarschaft genau überwachte. Sie waren dem verdächtig aussehenden Mann gefolgt. In dem Moment, in dem ich die Stimme hörte, erlangte ich langsam wieder Kontrolle über meinen Körper. Der Mann wandte sich zu den Polizisten und sagte, bitte lass die Waffe fallen. Sofort tat der Polizist, worum ihn der Mann gebeten hatte. Die Waffe fiel auf den Boden. Er hob sie nicht wieder auf, sondern stand nur mit einem dümmlichen Gesichtsausdruck da. In diesem Moment rannte ich auf den Mann zu und nahm ihn in den Schwitzkasten. Sofort sprach er, dein Arm wird schwach. Mein Arm glitt von ihm ab und er befreite sich ohne Probleme. Dann sagte der Mann, Officer, richten Sie Ihre Waffe auf diesen Mann. Der Polizist hob die Waffe auf und richtete sie auf mich. Weiterhin sprach der Mann, wenn er sich bewegt, löst die Waffe aus. Dann verschwand er. Ich konnte mich nicht bewegen und auch der Polizist stand noch lange ebenfalls bewegungslos da. Als der Mann außer Sichtweite war, ließ der Polizist seine Waffe fallen und brach verzweifelt zusammen. Wir konnten nicht glauben, was wir durchgemacht hatten. Von diesem Zeitpunkt setzte die Polizei alles daran, den mysteriösen Mann zu finden. Nach einer Weile hörte ich in den Nachrichten, dass er tatsächlich festgenommen wurde. Es stellte sich heraus, dass er andere Menschen innerhalb von einer Sekunde hypnotisieren konnte. Diese Technik hatte er genutzt, um mit den Menschen wie mit Spielzeug zu spielen. Langsam kam heraus, dass er auf diese Weise Hunderte von Menschen belästigt hatte. Keiner von ihnen konnte davon berichten, da er ihnen durch Hypnose verboten hatte, zur Polizei zu gehen. Statt ins Gefängnis brachte ihn die Polizei zu einer Spezialeinheit des Militärs. Niemand weiß, in welcher Mission er genau eingesetzt wird. Da er so ein gefährlicher Mann ist, besuchen wichtige Politiker ihn nur im Beisein von Dutzenden Soldaten.